Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. In diesem Videoclip wollen wir uns einmal mit dem Thema Baumdiagramm befassen und eben die Arbeit mit einem Baumdiagramm. Wie kann man da was berechnen, wenn ein Text entsprechend gegeben ist, in dem die Informationen, die man dafür braucht, gegeben sind? Also wir haben hier so ein Baumdiagramm, das, wie wir sehen, ein paar freie Flächen beinhaltet. Ne? Wir sehen hier, ne, 0,66, das heißt, hier steht jeweils nichts. Da haben wir also durchaus noch Platz, um etwas hinzuschreiben. Und die Frage ist, was genau muss dahinter? Gucken wir erstmal, worum geht es überhaupt? Es geht um eine Fabrik, die täglich 1500 Porzellanfiguren herstellt und das immer in zwei Brenngängen. Ja, es wird insgesamt zweimal gebrannt und beim ersten Brennen gibt es schon irgendwelche, also immer wieder irgendwelche Fehler. Das heißt, 28% der Figuren bekommen beim Formbrand Risse. Also wird erstmal überhaupt die Form gebrannt. Und da gibt es 28% der Figuren, die insgesamt Risse bekommen. Und ich möchte diesen Text, der jetzt hier quasi steht, einfach mal direkt vorlesen und einfach gleich mal klären, was man daraus entsprechend entnehmen kann. Die Aufgabenstellung selbst, die siehst du ja auch unten nochmal. Und also unter unserem Video haben wir dann noch so eine den Text selbst auch nochmal stehen. Und dann steht es jetzt hier, ne? 28% der Figuren, die insgesamt eben gebrannt werden, bekommen beim Formbrand Risse. Das heißt, wo muss ich denn diese 28% hinschreiben? Jetzt sehe ich erstmal hier generell, alle Figuren, die gebrannt werden, bekommen beim ersten Brennen entweder Risse oder eben keine Risse. Das heißt, danach haben wir entweder welche mit Rissen oder wir haben welche ohne Risse. Und das heißt in dem Text, dass 28% der gebrannten Figuren Risse haben. Das heißt, die 28% müssen hier hingeschrieben werden. So, jetzt steht aber keine 28, geschweige denn irgendwas mit Prozent, sondern hier steht eine 0,28. Ist ja auch mal so, dass wir dann hier, wenn wir in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder generell Prozente umrechnen wollen in Faktoren, dass wir dann einfach die Prozentzahl selbst durch 100 teilen. 0,28 entspricht eben den 28%, ne? So wie die 0,5 der 50% entsprechen würde. Und ne, wie gesagt, wenn wir das als Faktor umrechnen wollen, ist 0,5 nichts anderes als die 50%, nämlich die Hälfte. Klar, als Faktor, sprich die Zahl, mit der ich mal nehmen muss, wenn ich sage, was ist denn jetzt 50% von 30? Wenn ich die 30 mit dem Faktor 0,5 mal nehme, bin ich bei 15 und das ist genau die Hälfte. Also hier, die Zahlen selbst werden ja immer 0,28, das sollen entsprechen meinen 28%. Aber das nehme ich an, ist dir sowieso klar. Das heißt, die letzte Minute habe ich verschenkt. Gut, weiter. Also wenn das hier 28% sind und es gibt nur zwei Zustände nach dem ersten Brennen, es gibt nur die zwei, entweder mit Risse oder ohne Risse. Ja, dann ist ja klar, von den insgesamt 100%, die gebrannt werden, von der Gesamtmasse, wenn 28% davon Risse haben, dann hat der Rest zu den 100%, also eben die verbleibenden 72%, keine Risse. Und die würde ich dann hier hinschreiben. Ja? Meine 72% als Faktor 0,72. Ja, ist dann klar. So, und dann gucke ich, dann lese ich hier in diesem Text weiter, die Risse werden mit Porzellanmasse verdeckt und fallen dadurch nicht mehr auf. Pfusch. 25% der so nachgebesserten Stücke entwickeln beim Glasurbrand Flecken in der Oberfläche. So, das heißt, jetzt haben wir erstmal welche, die Risse haben. Das heißt, um die geht es jetzt. Die mit Rissen. Wenn wir diese jetzt wieder als neue Grundgesamtheit nehmen, sind das hier, alle die Risse haben, wieder unsere neuen 100%. Von denen, wie es hier im Text heißt, gibt es 25%, die dann auch noch Flecken haben. Ja, wie es hier steht, 25% der so nachgebesserten Stücke, dann beim zweiten Brand dann, entwickeln beim Glasurbrand Flecken in der Oberfläche. Ja, und dann ist die Frage, was müssten wir dann jetzt hier entsprechend hinschreiben? Naja, das sind von den 100%, die insgesamt Risse haben, das ist die neue Grundgesamtheit, von den 100% haben ja 25% Flecken, also haben 75%, also die restlichen bis zu 100, keine Flecken. Und das wieder als Faktor geschrieben, 0,75, logisch. Ja. So, und dann gucken wir mal. Klar, wenn 72% ohne Risse sind, auch die werden einen zweiten Durchgang halt eben machen. Und da heißt es,
Aber auch 8,3% der Figuren, die im Formbrand ohne Fehler geblieben sind, Formbrand war das erste Mal brennen, die ohne Risse geblieben sind, von denen jetzt, das ist wieder die neue Grundgesamtheit, unsere neuen 100%, von denen sind es 8,3%, die jetzt noch Flecken bekommen. Das heißt, die haben zwar keine Risse, aber Flecken. Ja, so 8,3%. Naja, wie wir es vorhin auch gemacht haben, wir haben die Prozentzahl durch 100 geteilt. 25% durch 100, 0,25. 28% durch 100, 0,28. Also müssen wir auch die 8,3% durch 100 teilen und wir kommen auf 0,083. Das sind entsprechend der 8,3%. Ja, wie viel Prozent haben wir dann also ohne Flecken, ja, die also ohne Risse und ohne Flecken sind? Das ist dann klar, das sind dann die restlichen 91,7%. Ja, wenn es 8,3% mit Flecken sind, fehlt zu 100% noch die 91,7%. 91,7 als Faktor wieder geschrieben, ne? 91,7, hier wäre das Komma, durch 100 geteilt wäre hier das Komma, also als Faktor 0,917. Das wäre dann quasi der Faktor, den ich hier hinschreiben müsste. Und jetzt ist es ein leichtes, diese ganzen restlichen Zahlen hinzukriegen, denn wir wissen, entlang eines Baumpfads muss multipliziert werden. Das heißt, um zu wissen, was hier hinkommt, das sind dann quasi die Porzellanfiguren, die sowohl Risse als auch Flecken haben. Also der totale Humbug. Und dann haben wir hier zum Beispiel ohne Risse und ohne Flecke, das sind die einwandfreien. Da haben wir insgesamt 66% von. Ja, und das kommt raus, wenn ich 0,72 mal 0,917 rechne. Kannst du mal ausprobieren. Kommst du auf 0,66, ne? 66%. So, das heißt, welche sind jetzt mit Rissen und mit Flecken? Auch das einfach multiplizieren. 0,28 mal 0,25. 0,28 mal 0,25. Also gleich, hier bekommen wir dann was raus? 0,07 kommt hier raus, ja? Das heißt, insgesamt sind das 7%. Wenn wir das vom Faktor umrechnen wollen, zur Prozentzahl, mal 100. Zack, haben wir unsere 7%. Nächste Geschichte. Figuren, die zwar Risse haben, aber keine Flecken. 0,28 mal 0,75. 0,28 mal 0,75 gleich. Müsste 0,21. Ja. So, und dann hier, ohne Risse, aber mit Flecken, auch hier wieder entlang multiplizieren, 0,72 mal 0,083. Und wenn ich das eben berechne, habe ich 0,06. In anderen Worten, 6% haben zwar keine Risse, aber immerhin Flecken. Und wenn ich das alles zusammenrechne, müssten das wieder meine 100% insgesamt sein. Und siehe da, das sind dann auch tatsächlich 100%. Also insgesamt kommt hier eine 1 raus. Klar, als Faktor entspricht die 1 den 100%. Das Ganze konsequent durchgedacht. Ja? Und es gibt noch viele weitere Aufgabentypen, die man so mit solchen Geschichten machen kann. Oder beziehungsweise die man jetzt hier zu dieser Porzellanfigurenfabrik stellen kann. Und natürlich werden wir uns in den weiteren Videoclips zu dieser Themenreihe zum Beispiel mit der Vierfeldtafel beschäftigen. Gleich in der nächsten Aufgabe. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.